Digga, das war ja gerade schon so ein Breakdown, den man eher so aus dem Beatdown kennt, Alter. Übelst fett. Das hat gerade richtig geballert, Alter. Boah. Hallo, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel BMT. Und heute gibt es wieder ein BMT React. Wir reagieren nämlich heute zusammen auf Lost in a Wave von Landmarks. Und ich sehe gerade, ich habe das Video gar nicht umgestellt, aber das macht nichts. Jetzt seht ihr mich hier auch nochmal komplett, bevor wir gleich ins Video gehen. Da werde ich euch das natürlich wieder größer machen. Aber ja, genau. Landmarks haben Lost in the Wave rausgebracht. Die Jungs haben ja letztens erst Rainfall rausgebracht. Und hier steht's auch. Seht ihr gerade nur ein kleiner, aber ich zeige es euch später auch nochmal in groß. Das neue Album Lost in the Waves kommt nämlich auch Ende Februar raus. Und ja, das ist die zweite Single davon. Rainfall ist schon rausgekommen. Darauf haben wir auch zusammen reagiert. Das werde ich euch auf jeden Fall mal hier oben in der Infokarte verlinken und hoffentlich auch in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Und ja, das war schon ein sehr, sehr geiler Song. Und ja, das Album davor, Fantasy von Landmarks, sehr, sehr geiles Album. Und jetzt gibt es Lost in a Wave frisch. Und ich würde sagen, wir werden da jetzt mal reinschauen, uns das Ding anhören. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bisher Landmarks Mucke immer sehr, sehr stabil, sehr gut gewesen. Und ja, habt ihr auch schon live gesehen auf dem Crowdsalad Festival letztes Jahr. Und die wurden auch gerade angekündigt fürs Crowdsalad Festival nächstes Jahr, wenn es stattfinden wird. Was ich mal hoffe, dass da mit den ganzen Impfungen und alles Corona mal so ein bisschen bekämpft wird und man wieder auf Konzerte gehen kann. Wer weiß, ist ja jetzt nicht das größte Festival so. Vielleicht wird diese Größe dann wieder erlaubt sein. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen, weil Landmarks mal wieder live sehen. Hätte ich schon Bock. Und Holding Absence haben die auch angekündigt. Und ja, aber wir reden wieder ein bisschen um den heißen Brei. Also was heißt wir? Ich schalte das Ding jetzt hier mal groß. Und wir werden uns Lost in the Wave von Landmarks jetzt geben. Go! Ah, erstmal hier müssen wir appreciaten. Im letzten Video, falls ihr es nicht gesehen habt, der Gitarrist hatte sich das Bein gebrochen bei den Aufnahmen zu Rainfall. Und jetzt kann er anscheinend wieder stehen. Im Video zu Rainfall war er dann nämlich tatsächlich im Rollstuhl. Jetzt kann er wieder stehen. Nice. Ich hoffe, die Recovery geht gut voran. Also wir merken direkt, Digga, das wird auf die Fresse schon mal ein geiler Heavy-Anfang. Richtig schön. Ah, geil. Also da kann man auf jeden Fall zu abgehen. Ey, sowas wieder live. Ey, habe ich so Bock. Aber wir schauen jetzt erstmal weiter, wir hören weiter. Schon mal ein geiler Anfang. Ey, Alter, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Schön Landmark-Style-mäßig und
Ja, Mann, Alter, ballert, cooler Refrain und ey, richtig gutes Ding auf jeden Fall wieder, ey. Freut mich einfach wieder Mucke von Landmarks zu hören. Ey, ich habe so Bock, die live zu sehen, weißt du? Jetzt, wenn ich in den Videos manchmal zu Hause so ein bisschen abgehe, ey, das ist das einzige Mal, so wenn ich das mache. Ganz selten, wenn ich mal zu Hause Mucke höre, gehe ich so ein bisschen ab. So, eigentlich habe ich das immer auf Konzerten gemacht. Oder wenn ich hier bei uns in Osnabrück im Hyde Park war, einfach mal feiern war und wenn da mal irgendwie so ein bisschen Metalcore gelaufen ist, weil da läuft zum Glück, zumindest ist immer an den Freitagen auch Metalcore gelaufen und so oder irgendwann mal auch tief in der Nacht an den Samstagen. Und da kann man einmal mal richtig fett abgehen und so. Das macht man ja jetzt einfach gar nicht mehr, weil keine Clubs, keine Konzerte. Und ja, irgendwie konzentriere ich mich auch so bewusst auf die Mucke, nur noch in den Reaction-Videos. Und das ist eigentlich eine geile Sache, dass ich damit angefangen habe. So, also für mich persönlich auch einfach. Da fühlt man einfach die Mucke nochmal komplett. Man reagiert halt drauf, man ist komplett drin, man fokussiert sich nur auf die Mucke. Wollte ich mal gerade einfach kurz loswerden, so. Und ja, macht mir auf jeden Fall mega Spaß, diese Videos zu machen. Und es ist auch einfach schön, dass man da einfach nochmal so ein bisschen abgehen kann. Ich hoffe, ihr appreciatet das auch, dass ich hier nicht einfach nur rumsitze und was sage, sondern auch ein bisschen das Ding fühle, so. Und ja, Freunde, weiter geht's. Ey, ein bisschen haben wir ja noch vor uns und ich denke mal, das geht noch schön heavy weiter. Let's go. To myself, all I can hear and it's fear. My face is all in concrete. It's a power to take control and I just cannot compete. My brain is trying to trick me. I'm just talking to myself, all I can hear and it's fear. My face is all in concrete. It's a power to take control and I just cannot compete. Digga, das war ja gerade schon so ein Breakdown, den man eher so aus dem Beatdown kennt, Alter. Übelst fett. Das hat gerade richtig geballert, Alter. Boah, sowas brauchen wir einfach manchmal. Und ja, jetzt wahrscheinlich nochmal der Refrain. Let's go. Alter, das war richtig gut. So, nein, 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 das war nicht der Plan hier. Genau, das wollte ich hier nochmal stehen lassen. Also erstmal müssen wir hier einen fetten Like raushauen. Mega fetter Song, ey. Boah, waren die auch schon auf dem letzten Album so heavy? Also manche Parts jetzt hier, vor allem dieser Breakdown jetzt nochmal, wo ich auch gesagt hatte, dass das aus einem Beatdown-Song kommen könnte. Das war ja wirklich richtig, richtig heavy so. Und krass, Alter. Ich glaube, die waren schon heavy vorher auf jeden Fall, aber so heavy? Ich glaube, die sind noch mal ein bisschen härter geworden. Also ist jetzt so meine Einschätzung. Aber ich habe jetzt auch gerade nicht das komplette letzte Album im Kopf. Da waren auf jeden Fall auch sehr harte Breakdowns mit dabei. Aber das gerade, Alter, hat schon geballert. Und ja, Freunde, wieso ich das hier noch mal kurz stehen lassen wollte, hier Rising Empire Official Video Playlist New Releases, da haben wir Our Mirage Remedy. Darauf habe ich auch reagiert, weil das ist nämlich meine Lieblingsband. Und wenn ihr Bock habt, das Video zu sehen, hier schaut in die Infokarte oder in die Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, Freunde, wir halten fest, dass das ein ultra geiler Song ist, der richtig schön ballert. Fett heavy in die Fresse, Landmark Style. Und ich muss die wieder live sehen. Ich hoffe, Crowd Salad Festival 2021 findet statt mit Landmarks und Holding Absence. Shoutout ans Crowd Salad geht natürlich auch raus an der Stelle. Und ja, Freunde, ich würde sagen, ich verlinke euch das Ding in der Videobeschreibung, dann könnt ihr das auch mal auschecken. Und dann könnt ihr auch die Videobeschreibung auschecken, die ich euch nochmal kurz jetzt zeigen werde.
weil da haben wir noch ein paar coole Links und sowas am Start. Da haben wir nämlich erstmal Streaming Now, könnt ihr das Ding streamen, pre-ordern, könnt ihr auch das Album hier in der Videobeschreibung, gibt es den Link. Könnt Rising Empire abonnieren. Wie gesagt, sehr, sehr geile Bands of Rising Empire, wie zum Beispiel Our Mirage und noch diverse andere. Rising Empire haben auch noch diverse Social Media Sachen. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und natürlich bei der Band, bei Landmarks, Instagram, Facebook, Twitter und deren Website. Alles am Start. Checkt das mal aus. Und folgt denen, falls ihr das noch nicht tut. Hier haben wir noch Tourdaten. Mal gucken, ob das so stattfindet. Wage ich leider momentan noch ein bisschen zu bezweifeln. Aber wir hoffen, dass das einfach schnell wieder möglich ist, unsere Favorite Bands live zu sehen. Und hier sind die Lyrics noch am Start. Recorded and produced by Florent Salfati, das ist der Sänger von Landmarks. Und Nicolas Exposito, mixed and mastered at Homeless Records in Marseille. Hier haben wir auch den Facebook-Link. Video directed by Pavel Trebukin, produced by Julien Desjos. AC James K. Barbosa und PA Alexis Fontaine. Ja, Rising Empire, Opus Rise Music, Landmarks. Gucken wir mal kurz noch in die Kommentare, haben wir hier irgendwas? Wir haben einen Kommentar von Landmarks, can't wait to play this song live for you all. Ich kann auch nicht warten, das zu sehen. So, schreiben wir hier nochmal was rein in die Kommentare und hinterlassen, was das wir hier gewesen sind. Und ja, Freunde, wie gesagt, ich verlinke euch das Ding in der Videobeschreibung. Checkt es mal aus. Und checkt auch die Links aus. Und in meiner Videobeschreibung findet ihr auch noch zum Beispiel den Link zu meinem Instagram-Account, wo ich sehr aktiv bin, auch viel Music-related Content. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei und lasst mir ein Follow da. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, in der Videobeschreibung findet ihr auch noch die BMTREACT Spotify-Playlist, wo ich den Song auch reinpacken werde. Da braucht ihr gar nicht mehr suchen. Da sind alle Songs drin, auf die ich reagiert habe. Schaut da auch mal vorbei. Und bei meinem ersten Track, den ich selbst rausgebracht habe, ist doch eine komplett andere Richtung. Da kommt doch demnächst noch viel mehr, auch was dann noch viel besser wird, als jetzt das erste, was ich da rausgeballert habe. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut da auch gerne mal vorbei, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst mir ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und um wirklich nichts mehr zu verpassen und immer up to date zu sein, smash die Glocke, würde mich am meisten freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder ist BMT Reacts. Ich freue mich echt über jeden, der hier einschaltet und danke fürs Dranbleiben bis zum Ende. Ja, wir sehen uns. Haut rein. Tschüssi.